Hallo ihr Lieben, hier ist die Martina von Deine Seele Wege ins Licht. Die erste Karte, die rausgekommen ist, ist spirituelle Kraft. Jetzt sind dein ganzes Wissen und deine spirituelle Kraft gefragt. Nutze sie zum höchsten Wohle aller. Da am unteren Deck war die 23, also irgendwas muss gewesen sein, Donnerstag und Samstag. Du bist ein Helfer, du bist ein Heiler. Was auch immer bei dir passiert ist, ich bin echt gespannt. Also du bist ein Helfer in der neuen Zeit, du kannst mehr als du glaubst, beginne jetzt, die Zeit ist reif. Irgendwas hast du angefangen und zwar muss es jetzt am Wochenende gewesen sein. Irgendwie hast du eine Phase in deinem Leben begonnen oder beendet und es kann auch sein, dass es so eine Art Staffellauf ist. Ja, einer hat was angefangen, der andere hat was beendet. Aber ich kriege hier, jetzt ist es wichtig, auf den Punkt zu kommen. Jetzt ist es wichtig, deine Kraft zu nutzen. Spirituelle Anbindung. Ich kriege hier sehr viele Eingaben bei dir rein und ich frage mal, womit genau hat das zu tun? Hier geht es um Geben und Nehmen, Austausch, Wissenschaft, Entdeckung, der goldene Schnitt. Das hatten wir ja erst. Es muss irgendwas Wichtiges für dich beinhaltet haben, entweder die Botschaft vom letzten Video. Weil hier ist es gerade aktuell dabei. Es geht los, ja. Also es ist nicht mal irgendwie, ja, die Zukunft und es kommt jetzt bald, sondern jetzt steckst du mittendrin. Irgendwas ist bei dir in der Veränderung. Beratungsgespräche, Nähe, Distanz, abwägen, drunter und drüber aus der Distanz betrachten, freundschaftlicher Rat, Feierlichkeiten, langfristige Pläne, Organisation, eine Nacht drüber schlafen, noch in Arbeit, auf den Umgangston achten und Vorbereitung. Könnte sein, dass du mit jemandem dich getroffen hast und unterhalten hast, dass ihr gerade dabei seid, etwas Neues auszumachen, dass du jemand Neues kennengelernt hast oder dass du etwas entdeckt hast durch diese Person oder vielleicht auch durch eine Beratung, wie du etwas umsetzen kannst und zwar im positiven Sinne. Ich kriege hier nur positive Energien rein, auch, dass du etwas an dir oder in dir verändert hast und dass du Vorboten erhältst. Am unteren Deck haben wir hier den Apfelbabbel-Lindenblütenblätterbaum. Ich lese euch mal vor, um was es jetzt geht, was jetzt am Wochenende, insbesondere von Donnerstag bis heute, ganz wichtig ist, kann natürlich auch noch darüber hinausragen. Und zwar Wahrträume, Vorboten, Vorbereitung, Visionen, Hellsehen, Traumdeuten, Füllhorn, deine Zeit in deinem Element sein, Symbole und Zahlenbotschaften, dich fühlen im Seinszustand, Engelbegleitung, Liebe aus der eigenen Essenz, Vertrauen ins Universum und göttliche Informationen empfangen. Ich habe zwar jetzt gesagt, das ist jetzt am Wochenende, aber was mir hier ganz klar auffällt ist, ab dem Moment, vielleicht solltest du das letzte Video unbedingt mal angucken, weil da habe ich gesagt, lass dich doch mal von den Engeln führen, lass dich mal drauf ein. Und es kann sein, dass einige das tatsächlich auch mal gemacht haben, das ausprobiert haben und jetzt mitten in der Führung stecken und wie auf einer Schnitzeljagd sich führen lassen, ja? Entweder sind es verschiedene Videobotschaften, Eindrücke, Bilder, Texte, die Natur, irgendwas entdeckt ihr und ihr fangt an, damit zu experimentieren. Das heißt, zum Beispiel luzide Träume, da kann man, wenn du etwas träumst und du hast ein bisschen Übung, das gibt es auch bei YouTube, da könnt ihr gerne mal nachschauen, was es bedeutet, dass du deine Träume selber lenkst und leitest. Das heißt, wenn du immer wieder denselben Traum hast, möchtest da etwas verändern, kannst du über luzide Träume, kriegst du so eine Anleitung, wie du mit ein bisschen Übung, also solltest dranbleiben,
diesen Traum weiterführst und zu Ende bringst. Vielleicht ist es aber auch dein Lebenstraum, dass du eine Anleitung erhältst, wie du deinen Lebenstraum jetzt umsetzt. Diese Karte zeigt, du wirst Beratungsgespräche führen, wirst dich mit Personen unterhalten, wo es vielleicht aktuell noch drunter und drüber geht, wirst Situationen aus der Distanz, also aus der Adlerperspektive beobachten oder betrachten und nicht mehr so emotional durchgeschüttelt sein. Das heißt, du bist wie so ein neugieriger, suchender oder findender, ja? Hängt euch jetzt nicht an dem Wort auf, von wegen suchen, da ich suche nichts, bla bla bla. Es geht darum, dass du Dinge auf einmal verstehst oder erhältst. Jetzt guckt euch das mal an, da direkt unten drunter liegt schon wieder dieselbe Karte. Ja, es werden hier mehrere Gespräche stattfinden und es geht darum, dass du dich auf deine eigene Suche befindest. Suche nach dem Glück für dich, was es für dich präsentiert, ja? Oder repräsentiert. Und ich krieg hier rein, du wirst viele Gespräche führen, Beratungsgespräche, das Ganze nochmal führen, nochmal abwägen, nochmal eine Nacht drüber schlafen. Also hier scheint es etwas Größeres zu geben und es hat was mit deinen Träumen zu tun, es hat was mit den Vorboten zu tun. Du wirst Visionen haben, du wirst vorher schon etwas sehen. Was hier mir gerade reinkommt, was ich damit beschreiben könnte, wäre, als ich damals schwanger geworden bin und wusste noch nicht, dass ich schwanger bin, aber ich habe es vermutet, hatte ich einen Moment, wie als wenn man sein ganzes bisheriges Leben wie in einem Zeitraffer vor seinem geistigen Auge sieht. So ungefähr war das bei mir. Also ich habe die Highlights aus meinem Leben gesehen, was ich vorher alles hatte, wie ich gelebt habe und die Eindrücke waren wirklich Highlights, die ich so als Bildfetzen oder ganz schnell als Zeitraffer gesehen habe. Und in dem Moment war mir klar, mein Leben wird sich grundlegend verändern. Also wirklich grundlegend. Ja, in dem Moment, wo man eine Entscheidung für etwas trifft, kann es auch sein, dass du einen Eckpfeiler erreicht hast, der bei dir in deiner Akasha-Chronik festgelegt war. Der Weg dorthin war nicht festgelegt, also alle Wege führen nach Rom, aber dieser eine Eckpfeiler, der war irgendwie schon festgelegt. Die Entscheidung triffst dann letzten Endes du, aber du bist gerade dabei, etwas auszujustieren und etwas auszufeilen oder irgendwie bist du ganz nah auf der Spur und du kriegst hier aber Unterstützung für deinen Lebensweg, ja? Das sieht mega nach Fülle aus, wirklich mega nach Fülle. Wo wirst du die nächste Zeit, woran erkennst du, dass du hier in der Reisegruppe bist? Woran wirst du es erkennen? Was sind die Zeichen, die dir von oben gegeben werden? Welche Zeichen wirst du erhalten? Ich krieg hier was rein. Du wirst es an Zeichen erhalten von letzten Ostern, dass da noch irgendwo etwas rumsteht von letzten Ostern, dass du in der Reisegruppe bist. Also, dass du Träume verwirklichen wirst. Dass du irgendwas nicht abgeräumt hast, was typisch Ostern ist. Was noch? Dass du zum Beispiel einen Buddha siehst, wo er überhaupt nicht sein sollte, also wo man keinen Buddha vermutet. Was weiß ich, du machst, keine Ahnung, im Schwarzwald. So typisch Schwarzwald oder so, möchtest du in einem Hotel Urlaub machen und du kommst dann dahin und alles ist irgendwie so buddhistisch. Das passt dann irgendwie nicht in das Bild rein, in das Gesamtbild oder in deine Vorstellung, aber da ist eine riesen Buddha-Skulptur oder was weiß ich, irgendwie so ein Raum eingerichtet, wo du nie auf die Idee gekommen wärst. Das ist jetzt ein Beispiel, ja, also etwas, was womit du gar nicht gerechnet hast, was
Ja, was du nicht erwartet hättest, so rum. Aladins Wunderlampe in Spanien oder so, ne? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Wobei, das könnte schon wieder passen. Okay, woran erkennst du, dass du auf dem Weg bist, etwas umzusetzen? In Kürze, Glück. Kann auch sein, dass du es daran erkennst, dass du unter vielen dreiblättrigen Kleeblättern plötzlich ein vierblättriges findest. Serendipität kriege ich hier rein. Das ist ein glücklicher Zufall. Also etwas, was du magst, womit du aber nicht rechnest, wovon du überhaupt nicht ausgehst, wird dir aber widerfahren und das ist ein riesengroßes Geschenk, eigentlich ein Riesengeschenk, mit dem du nicht gerechnet hast, ja? Serendipität kriege ich hier rein. Glückliche Umstände, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast. Woran erkennst du, dass du dabei bist? Das Kind, etwas Neues beginnen, etwas Kleines in kleinen Schritten. Irgendwie, ich habe hier zweimal klein drin, kleines Glück, zwei glückliche Umstände, zwei glückliche Zufälle, Baby Steps. Schauen weiter, was wird hier neu begonnen, was wird hier neu gesehen oder entdeckt, was ist mit klein gemeint. Es fängt klein an. Es ist unscheinbar, man sieht es erst nicht und plötzlich eröffnet sich das dir spirituell. Ich kriege hier so, dir öffnet sich etwas oder er öffnet sich etwas auf sehr harmonische Art und Weise, was dich inspirieren wird und was dich vorantreibt. Also erstmal entdeckst du es gar nicht, erstmal siehst du es gar nicht. Erstmal ist es wie unscheinbar. Man sieht es erst gar nicht oder man kann es nicht richtig zuordnen. Und es entpuppt sich als Glücksfall, als das ist der richtige Ort. Was für ein glücklicher Zufall. Zum Beispiel, du verfranst dich irgendwo, du willst spontan einen Wochenendtrip machen. Hast so ein ungefähres Ziel vor Augen, aber du willst dich nicht 100% festlegen. Dann verfährst du dich, verfranst dich irgendwo, denkst, oh Mann, ich wollte doch eigentlich da lang. Und auf dem Weg, auf dem Umweg, entdeckst du etwas, was genau für dich war. Also dein Verfranzen, dein Umweg hat sich gelohnt. Oder dein Entschleunigen, also langsam machen, in kleinen Schritten vorgehen, wird sich als Glücksfall für dich entpuppen. Das heißt, entweder findest du was, weil du sehr langsam unterwegs bist, in kleinen Schritten und nimmst die Dinge, die Kleinigkeiten des Lebens ganz besonders stark wahr, dass sie dir ins Auge fallen. Vielleicht findest du auch Geld auf der Straße. Es könnte auch sein, weil du so langsam unterwegs bist oder weil du so Baby Steps machst, findest du irgendwas, womit du nicht gerechnet hast, was dir dann wiederum hilft, in deine Harmonie zu kommen. Also zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, kann sein, dass du dir gewünscht hast, irgendwas zu kaufen, was dir wichtig war, aber du konntest es nicht leisten oder hast gedacht, ach, das muss ich dann eben verschieben. Und dann sagst du dir, na gut, dann kann ich es mir halt jetzt nicht leisten, dann gehe ich halt da lang, ja, dann mach ich halt das, dann gehe ich halt in der Natur spazieren, das ist auch gut. Du gehst dann da spazieren, auf einmal findest du das Geld, was du gebraucht hättest, um das umzusetzen, um dir das zu leisten. Sowas kriege ich hier rein. Also irgendwie glückliche Umstände. Du wirst es daran festmachen können, dass du in der Reisegruppe bist, weil du plötzlich glückliche Umstände hast, ja? Spirituelle Kraft. Jetzt sind dein ganzes Wissen und deine spirituelle Kraft gefragt. Nutze sie zum höchsten Wohle aller. Kann auch sein, dass du zum Beispiel vorhattest, jemanden Gefallen zu tun, dass du vorhattest, jemanden eine Freude zu machen, aber dass du die finanziellen Mittel nicht hattest und weil die lichtvolle geistige Welt es mitgekriegt hat, wie du ausgerichtet bist, in welcher Energie du bist, kriegst du dieses Geld plötzlich
und kannst die Dinge umsetzen und es wird dann noch mehr. Also Spiritualität, Harmonie und sehr groß und sehr klar. Also diesmal kriege ich so richtig vor die Nase gesetzt rein, ja? Während das andere, da musst du noch gucken und suchen und okay, dann halt nicht, ja? Ich suche dann halt was anderes, suche mein Glück in einer anderen Form und zack, kriegst du es plötzlich. Du hast irgendwas manifestiert, ja? Stellst dann fest, ach, so funktioniert Manifestieren. Das ist ja ein Ding, das ist ja geil. Und in dem Moment wirst du feststellen, okay, das probiere ich jetzt nochmal aus. Also es wird immer mehr, ja? Du wirst immer mehr feststellen, wie es Manifestieren funktioniert. Und an den kleinen Beispielen wirst du es erkennen, dass es funktioniert. Zum Abschluss hätte ich gerne noch eine Botschaft für dich. Die Sonne. Bleib positiv, aufgeschlossen, transparent, ehrlich. Wende dich der Sonne zu, dann liegen die Schatten hinter dir. Also egal, was hinter dir liegt, lass es hinter dir. Umso stärker das Licht, umso stärker die Sonne, umso mehr du dich dem Positiven zuwendest, umso mehr fallen die Schatten hinter dich. Ja? Und es ist normal. Also sag's mal so, es ist normal, umso mehr Licht du in dir trägst, umso stärker sind die Schatten. Lass dich davon nicht beeindrucken, lass die möglichst schnell hinter dir. Hab da keine Angst vor. Für dich ist eine positive Zeit angesagt, ja? Sehr stabil noch dazu, familiär stabil, ne? Und wenn du auf einen Mann schaust, wenn du sagst, eigentlich wollte ich was wissen über eine Person, mit der ich mich sehr verbunden fühle, kann ich dir auch sagen, hier kommt eine positive Energie rein. Hier kommt jemand rein, der sehr herzlich ist, könnte ein Familienvater sein. Könnte jemand sein, weil hier auch das Kind ist, das kleine Glück. Er kommt sehr freundlich auf dich zu, sehr familiär, sehr unterstützend, sehr liebevoll. Gibt dir Halt, gibt dir Stabilität, gibt dir Frohsinn, ja, gute Laune. Also hier ist dir jemand wohlgesonnen. Wenn du auf eine männliche Person schaust, die ist dir wohlgesonnen. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Es hat dir Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich natürlich auch über dein Like. Das hilft meinem Kanal, so dass es auch anderen Menschen gezeigt wird, die dann auch was davon haben. Und wenn du mir persönlich eine Spende geben möchtest, kannst du das gerne tun in Form eines Amazon-Gutscheins. Da kannst du mal in die Infobox schauen. Oder wenn du ein Beratungsgespräch führen möchtest, steht alles in der Infobox, auch die Karten, die ich benutzt habe. Wobei ich sagen muss, diese Karten sind nicht mehr erhältlich. Die habe ich selbst kreiert und da gibt es keine zweite Auflage. Alles weitere wie immer in der Infobox. Danke fürs Zuschalten, danke fürs Dabeisein. Gerne bis zum nächsten Video. Alles Liebe für dich und eine schöne Zeit. Deine Martina. Ciao.